Hallo, ich bin eine Frau aus Samaria. Niemand habe ich meinen wirklichen Namen erzählt. Jeden Morgen ganz früh gehen meine Leute an den Brunnen, um frisches Wasser zu schöpfen. Ich gehe immer erst gegen Mittag zum Brunnen. Es ist zwar heiß dann und ich muss die schweren Krüge alleine tragen. Da mich die anderen Leute aber nicht wirklich gut behandeln und mich verächtlich anschauen, komme ich lieber allein hierher. Ich glaube, die Leute können nicht viel mit mir anfangen, denn ich habe viele Sachen falsch gemacht. Leider bin ich immer an die falschen Männer geraten. Ich habe oft geheiratet und mich dann immer wieder von ihnen getrennt. Jetzt habe ich wieder einen neuen Freund. Vor ein paar Tagen habe ich aber etwas erlebt, von dem muss ich euch erzählen. Als ich an den Brunnen kam, saß dort ein jüdischer Mann. Er sah müde und durstig aus. Und wisst ihr was? Der Mann hat mich angesprochen und mich gebeten, ihm etwas zu trinken zu geben. Ich war unsicher, weil ich eigentlich als samaritische Frau gar nicht hätte mit ihm sprechen dürfen. Ich habe erst nochmal nachgefragt, ob er wirklich mich nach etwas zum Trinken gefragt hatte. Aber es war niemand anderes da und so schöpfte ich ihm Wasser aus dem Brunnen. Was er dann sagte, verstand ich erst nicht. Er sagte zu mir, dass er mir lebendiges Wasser geben könnte, von dem ich nie wieder Durst haben würde. Versteht ihr das? Wie sollte er denn Wasser schöpfen? Er hätte doch gar nichts dabei, um Wasser schöpfen zu können. Ich schaute ihn weiter fragend an. Und der Mann erklärte mir, was das lebendige Wasser ist. Also, wie soll ich euch das erklären? Es ist wie, wenn man endlich nach Hause kommt. Ja, wie wenn man endlich nach Hause zu Gott gefunden hat. Oh, wie sehr wünsche ich mir das, von dem dieser Mann gesprochen hat. Diese Sehnsucht nach Frieden und Freude tief im Herzen. Dann bat er mich, meinen Mann zu holen, und ich wurde ganz rot und sagte ihm, dass ich keinen Mann habe. Und wieder überraschte er mich, als er dann sagte, dass er wüsste, dass ich gar nicht verheiratet bin und mit einem neuen Freund zusammenlebe. Woher wusste er all das? Er kannte mich doch gar nicht. Ich glaube fast, er ist ein Prophet. Er wusste so viel über mich und auch sonst sprach er von Dingen, die nicht jeder wissen konnte. Als schließlich einige andere Männer zu uns stießen, ließ ich alle meine Sachen stehen und lief zurück in die Stadt und berichtete den Menschen, was ich am Brunnen erlebt hatte. Und da wurde mir klar, dieser Mann am Brunnen war kein Prophet, es war Jesus selbst, der Messias, unser Erlöser, der uns alle Lasten und Schuld vergibt, auch mir.